Ja, da sind wir auch schon zurück. Ihr seht es unten, wir haben 800 Minuspunkte. 800. Wir haben gerade minus 600 wegen Punktlichkeit gekriegt. Also da kommen wir auf jeden Fall nicht auf den grünen Nenner. Die Fahrt ist jetzt schon kaputt. Das kann man so sagen. Ihr seht es hier vorne 41,6. 41 Kilometer sind wir jetzt. 41 Kilometer. Dann sind wir in Hannover. Das wären wahrscheinlich auch wieder zwei Folgen. Ach Mensch, das fing alles so gut an, aber endete dann doch in ein Chaos. Können wir jetzt, wir sollen um 28 da sein. Das heißt, wir sind nur 5 Minuten verspätet. Das ist nicht so eine krasse Distanz wie gerade. Dann waren es nur 8 Minuten. Ich gebe hier auch schon alles, aber ich muss dann nochmal abbremsen. Dann die 200. Kommen erst ein Stückchen später. Und dann wirklich Vollgas geben, wenn 200 bis 200. Bremsen kann man ja immer. So, jetzt gehe ich schon ein bisschen raus. So, jetzt 200. Und auf geht die Reise Richtung Hannover. 37 Kilometer noch. Dürfte reichen. Wenn wir das jetzt die ganze Zeit fahren, dann können wir vielleicht noch ein bisschen Zeit gut machen. Da unten auf jeden Fall geht die Zeit runter. 11.28 Uhr 14 wenn wir ankommen. Das ist zwar nur so Sekundensprünge, aber wenn wir Glück haben, haben wir noch 4 Minuten Verspätung. Dann bekommt man nämlich noch Bonuspunkte. So viele Bonuspunkte kann ich gar nicht mehr bekommen. Bei minus 800 ist schon extrem schlecht. Noch vor dem Kollege. Der zittert ist in unserem Zentrum. Ich weiß noch nicht, wie schnell wir hier fahren dürfen, aber wir dürfen auf jeden Fall 200 fahren. Wir legen mal dann auf, weil sonst halten sie den ganzen Verkehr auf. Mit 197 sind wir ziemlich gut auf Toten. Jetzt haben
Zeit ist jetzt bei 11:28 langsam angekommen. Ein bisschen hoch, dann ist die Geschwindigkeit natürlich, wie ihr seht, geht auch runter. Aber irgendwo muss ich ja wieder bergab gehen. Ich finde es auf jeden Fall schön, dass hier überhaupt keine Geschwindigkeitsbegrenzung, wenn man wieder von 200 auf 160 ist, dass wir hier wirklich mit 200 durchpeitschen können oder annähernd 200. Das Ganze auch mal von außen angucken. So sieht das Ganze von außen aus, wenn der ICE dran vorbeifährt. Das ist ein kurzer Zug nur. Gibt natürlich auch nochmal der Leute, so sieht das Ganze im Fahrgastraum aus. Ja. Ja, gefällt es dir, gute Dame? Ich hoffe doch. Ist nichts. Ach, da sitzt noch eine. Moin. Ja, gehen wir mal wieder nach vorne. Ist 160. Geschwindigkeit runter. Und auch bremsen müssen wir. So, jetzt die Raserei vorbei. 160 ist immer mal erlaubt. Ja. 20 Kilometer noch und um 11:27 Uhr sollen wir ankommen. Normalerweise sollten wir in gut 3 Minuten da sein, aber 80 Kilometer vor uns. Das seht ihr selber, dass das überhaupt nichts mehr wird. Und die Zeit geht jetzt auch natürlich wieder nach oben, aufgrund dessen, dass wir hier so langsam fahren. Oh, hör du auf zu.